Hallo und herzlich willkommen zurück bei Faster Than Light. Beim letzten Mal gab es hier in dem System eine große Klopperei, wo wir ab und zu mal glatt draufgegangen sind. Aber wir sehen, wenn wir jetzt unsere Crew uns mal ein bisschen anschauen, unser Captain ist erfahrener im Piloting, im Reparieren und im Nahkampf natürlich. Und unseren Waffenspezialisten Mo, der kann die Waffen gut bedienen, auch ein bisschen reparieren. Und die gute Samantha kann ein bisschen reparieren, die Schilde bedienen und auch im Nahkampf kämpfen. Unsere Hülle, naja, unser Fuel, naja. Wir brauchen ein Store, auf jeden Fall. Wir springen zum Exit des Sektors. Und gucken, so, wir könnten hier verkaufen. Schwarzmarkt. Aber erstens haben wir nur 4 Raketen. Zweitens sind die mir im Moment noch ein bisschen zu wichtig. Also, ab in den nächsten Sektor. Wir gehen wieder in den zivilen Sektor. Ist ein bisschen sicherer, besonders deswegen. Gut. Das ist wohl ein menschlicher Sektor. Uns hat sich leider niemand angeschlossen. Und natürlich Distress. Wir sind ja die Guten. Also helfen wir. Wow, was ist das denn für ein Schiff? Dann gucken wir doch mal. Once you arrived. Sobald wir da sind, ein ziviles Schiff sagt danke fürs Kommen. Deren FTL-Antrieb ist wohl... das Navigationssystem davon ist wohl kaputt und die können keine direkten Daten, Punkte mehr angeben, wo die hinspringen können. Und die fragen, ob wir die da hinbringen können. Machen wir natürlich. Wir bekommen Scrap und haben einen Questmarker auf der Karte. Die müssen hier hin. Unser Exit ist da, das sollten wir schaffen. Und ein Store. Ja, das war knapp. Auf jeden Fall. So, Store. Wir könnten uns den Crew-Teleporter kaufen oder auch hier was von. Aber ganz wichtig, Fuel. Kaufen wir sie leer, okay. 28 für Fix All. Ja, okay. So, wie viel haben wir denn noch? Oh, wir könnten uns sogar immer noch eine Waffe kaufen. Am besten eine, die wir gleichzeitig mit unserem Burst Laser benutzen können, also die nur einen verbraucht. So, der Heavy Laser Mark 1. Required Power 1, das ist doch schön. Heal Beam, was ist das denn? Okay, das heilt also Leute bei uns. Und nochmal den Burst Laser, den haben wir aber schon. Der braucht auch zweimal Power, deswegen... Kaufen wir uns. Nein! Warum? Verdammt. 5 zu wenig. Ach, verdammt. Schade. Ich dachte, es wäre ansonsten ausgegraut. Wir könnten uns noch einen zweiten Burst Laser kaufen. Aber. Nee, brauchen wir da eigentlich nicht. Da kaufe ich mir lieber. Ja, komm, kaufen wir den die Raketen leer. Dann sind wir da auch ein bisschen besser unterwegs wieder. Und dann jumpen wir weiter nach hier oben in die Richtung des Questplottes. Was, da war ein Notsignal? Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Auf alle Fälle wieder ein ziviles Schiff, das von Piraten verfolgt wird. Ein Slug Light Cruiser. Das sieht ja auch gar nicht mal schlecht aus. Gut, die powern ihre Waffen, ebenso wie wir. Dann drauf. Burst Laser auf die Waffensysteme und die Rakete auf die Schilde. So, wir warten, bis die Rakete abgeschossen wurde, weil wir dann direkt durch die Schilde durchkommen.
Was ist denn hier los? Wieder ein Ionenschaden oder was? Ja, verdammt, ey. So, mit der Artemis wieder auf die Schilde drauf. Der Burst zerlegt denen jetzt die Waffen. Trifft der nicht? Was ist denn das? So, wir sind wieder vollkommen einsatzbereit. Aber wir treffen nicht so gut. Dann ballern wir noch eine Rakete auf die Schilde. So. Das war's jetzt aber. Wir haben nur einen Schaden bekommen. Sehr schön. Drei Fuel. Jawohl, super. Ein Drohnenpart und wieder Scrap. So, die sagen uns, dass der Sektor sehr gefährlich ist für Freunde der Föderation. Die sagen jetzt, dass die unsere Hülle reparieren und wir haben beim letzten Mal... naja, okay. Immerhin sind wir jetzt wieder komplett voll. Aber wir hätten beim letzten Mal nicht unbedingt so viel Geld ausgeben müssen. Aber das kann man ja nicht wissen. Also, weiter nach hier oben. Ein Energy Bomber, der neutral ist. Aber Piraten. Ja, eine Settlement hier, eine Siedlung auf dem Planeten ist wird angegriffen von Piraten. Angriff. Wenn die Zivilisten angreifen, dann gibt's sowieso immer aufs Maul. Aber der hat schon einiges drauf. Wir sehen's hier. Drohnen hat er auch noch. Also, Artemis, Schilde weg. Dann der Burst, sobald die Rakete abgeschossen wurde. Dann müssen wir halt nochmal hier drauf. Jautsch, das hat wehgetan. Rakete, Feuer. Ach, verdammt. Wir haben gerade nur eine Energie. Los, Mo. Reparier schneller. Wir schießen nochmal auf die Schilde. Wird das bald mal hier. Geht doch. Der Burst Laser jetzt aber mal auf die Waffe. Sam, du kannst da eh nichts machen. Reparier mal die Krankenstation. Mit dem Burst Laser erstmal weiterhin auf die Waffen drauf. So, du kannst wieder hier in unser Captain kann mal. Nee, wobei ist ja schon fertig. Was sagen die? Alright, give up. Und sie sagen, sie sind sowieso schlecht beim Pirating. Drei Raketen. Aber Piraterei, auch wenn Jack Sparrow cool ist, kann nicht vergeben werden. Tut mir leid, Jungs. Aber da gibt es kein Pardon. Wir haben zwar keine Raketen bekommen, aber mehr Scrap. Gut. Dann kontakten wir die Siedlung und die danken uns mit Fuel, einer Rakete und mehr Scrap. Jo, dankeschön. So, jetzt gucken wir mal. Ich möchte schon mal vorsorglich uns zwei neue Powerbars kaufen. Die werden wir bestimmt irgendwann mal brauchen. Mal sehen, für was. Und wir springen weiter in Richtung Questmarker. Wieder ein Slug Light Cruiser. Okay, also wir kommen gerade raus und
Das Schiff macht sofort seine Waffen scharf. Na dann. Artemis, haben wir nur noch 3 Raketen. Ah, blöd. Aber die muss erstmal auf die Schilde drauf. Und am besten den Earth Laser direkt hinterher. Wir haben jetzt nur noch ein Schild. Schon wieder immer die mit ihren Ionenwellen. Verdammt. So, Burst Laser. Auf die. Das gibt aufs Maul gerade. So, wie sieht's mit unserem Kapitän aus? Der hat noch genug Health, der sollte das hier schaffen. Der hat schon einiges drauf. Der Typ. Schon wieder eine Ione. Verdammt. Gut, wir müssen erstmal die Waffen unter Kontrolle halten. Aber jetzt eine Rakete auf Schild tut weh. Das ist mir nicht genug, was sie da anbieten. Wobei lieber mit dem Burst Laser auf die Waffen. Nicht, dass er uns schon wieder irgendwo eine Ione reinhaut. Und nochmal zum Abschluss auf die Schilde. Das sollte es dann gewesen sein. Aber der hat uns ziemlich viel Höhenschaden gemacht. Was soll das denn? Der hat ja wieder seine beiden Schilde aufgeladen. So, das war's jetzt aber. Immerhin wieder eine Rakete bekommen. Naja. Wie sieht's mit unseren Jungs aus und Mädels? Holen sie sich erstmal alle eine Spritze. Und dann wieder dahin, wo sie hingehören. Versemmelt ziemlich viele Raketen, merke ich. Aber egal. Auf zum Questmarker! So, kurz nachdem wir angekommen sind, dankt uns das eskortierte Schiff. Wir bekommen zwei weitere Raketen. 35 Scrap. Sehr schön. Wie sieht's denn hier mit unseren Jungs aus? Ja, unser Waffenspezialist ist fast aufgelevelt schon. Schön. Oh, hier ist ein Store. Ich wollte gerade eigentlich mal gucken, ob wir unser Schiff upgraden können. Aber dann gucken wir doch erstmal in den Store rein. Oh, wir können uns ein Crew-Mitglied holen. Okay, ich denke, das werden wir tun. Wir haben ja genug Geld. Ich will keinen Menschen, weil... Ich will ein bisschen Abwechslung reinbringen. So. Starjar, ein Rockman. Die Rockman kommen von Vrachos 4 und sind sehr selten. Wir können hier direkt 2 anheuern. Und sind ja bekannt für ihre Kraft. Und die sind immun gegen Feuer. Sind nur halb so schnell wie normalerweise, aber haben 150 Health. Wen holen wir uns denn da? Starjar? Ich meine, das macht keinen Unterschied. Ja, komm, hier, kommst du rein. Fix all, ha, 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 ha. 30, dann haben wir noch 19. Ach, komm, was soll der Geiz? Fuel haben wir im Moment genug. Machen wir mal so, damit sollten wir gut vorankommen. So, unser guter Starjar. Du bist jetzt zuständig für den Fuel, nicht für den Fuel, für den Engine. Das ist ja echt lahm. Weil, dann ist der auch bemannt. Und wir bekommen da bestimmt irgendwelche Boni.
Und es ist auch gut, dass der hier ist, weil wenn dann wieder irgendwelche Leute hier CO2 und das angreifen wollen, dann müssen sie sich da erstmal mit so einem fetten Typen rumballern. Und wir springen weiter Richtung Ausgang. Okay, eine Tankstation. Und wir könnten hier Fuel kaufen. Aber wir haben erstens haben wir nicht genug Geld, zweitens haben wir gerade eben was gekauft. Also weiter. Store bringt uns eh nichts. Also exit. Ja, da habe ich mir ein Schlückchen genommen. Aber wir finden Überbleibsel von einem vergessenen Kampf in einem Orbit eines Gasgiganten. Und ja, ein bisschen davon. Was ist noch useful? Also eingesammelt und in den nächsten Sektor gesprungen. Wir können wieder entweder Civilian oder Nebel. Aber wir gehen mal die sichere Variante in den zivilen Sektor. Welcome to the new sector. Ja, dankeschön. Willkommen. Was machen wir? Wir gehen natürlich direkt einem Hilfesignal nach. Und schauen mal, was denn hier ist. Haha. Verdammt, eine Falle. It's a trap. Ja, die haben ein Hilfsignal abgesendet, aber es waren nur Piratenabschau. Boah, dafür gibt's jetzt aufs Maul. Der hat zwei Schilde, okay. Das heißt, Rakete auf die Schilde, damit es auch richtig Wumms macht, feuern wir gleich dann mit unserem Burst Laser hinterher. Aber erst sobald die Rakete geschossen wurde, weil ich glaube, na, ich weiß nicht, ah toll, jedes Mal ein Mist, ne? Du willst mich aber auch verarschen. Aber das Gute ist, die kommen nicht durch unsere Schilde durch. Aber wir genauso wenig. So, dann hauen wir den mal ein bisschen die Schilde runter. Und sehen wir weiter mit dem Burst Laser auf die Waffen. Brauchen wir uns jetzt gar nicht wirklich konzentrieren. Weil die, wie gesagt, die haben zwei Heavy Laser. Und die kommen da nicht durch. Deswegen, das dauert jetzt mal ein bisschen, aber ich will unsere Raketen nicht unbedingt verschwenden. Ja, das kann noch ein bisschen dauern, ich weiß. Ach, na komm, dann schießen wir halt gleich. So, Rakete. Haben wir denen mal ein bisschen Schaden gemacht. Vielleicht kommen wir dann jetzt einfacher durch. Wirklich Sorgen brauchen wir uns ja nicht zu machen. Ja, sehr schön, zwei Treffer. Jetzt haben sie auch noch wieder ein Schild. Mal sehen, ob wir da mit dem Burst Laser jetzt direkt durchkommen. Nein, nicht. Bieten uns wieder an, wenn wir sie am Leben lassen. Fuel 4. Ah, ne. Die haben uns in die Irre gelockt. Das ist ein No-Go. Das geht überhaupt nicht. Wenn die einfach irgendwelche Leute in eine Falle locken, da kenne ich kein Pardon. Mit dem Burst Laser kommen wir ja jetzt hier gut zurecht. Ja, dauert zwar ein bisschen. Aber die haben nur noch ein Leben, also egal. Das schaffen wir schon. Irgendwann. Ich baller den gleich einfach echt eine Rakete ins Gesicht. Apropos Rakete. Die Höhenrakete kommt gar nicht durch die Schilde durch. Gut zu wissen. Aber das war's. Sehr schön. Und
mit dieser Falle verabschiede ich mich bei euch. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.